Schön, schön, schön. Dieses Warten da drauf macht. Das macht Kirre. So, pass auf. Hier, zack. Zack. Da haben wir 9. Na gut, einer bleibt über. Ein Barren. Flop. Flop. Einer bleibt über. Aber das ist jetzt. Aber das ist jetzt auch nicht weiter tragisch, weil vielleicht können wir den ja irgendwann nochmal verwenden. Zack. Hab ich hier eigentlich den. Mehr oder weniger habe ich den hier drin. Okay. Flup. Der letzte. Und damit habe ich 10 neue Steinchen hier zum Verlegen. Gucken, ob wir damit noch ein bisschen weiterkommen. Erstmal hier hochziehen. Das war's dann eigentlich auch schon. Genau, das war's dann auch schon. Ich glaube, das sollten wir auch so lassen. Die Höhe ist erstmal perfekt. Jetzt hör doch mal auf da hinten, du Scheißpirat! Es gibt nichts! Unsere Stadt wird gut beschützt von mir! Mistiger Pirat! Toll, XP-Puppe sind auf den Baum gefallen. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Die hole ich mir jetzt nicht. Hier so ein Brötchen, das esse ich jetzt aber mal. Das schnabuliere ich jetzt mal. Sieht ja echt schon gut aus hier, was wir hier so gebaut haben. Okay, jetzt da wir ja noch ein paar davon im Inventar haben und ich nicht bauen kann, weil ich zu blöd bin, setzen wir die hier her. Ich sag ja, ich nicht bauen kann, weil ich zu blöd bin. Ich nicht bauen kann, weil ich zu blöd bin. Ich nicht bauen kann, weil ich zu blöd bin. Da setzen wir die jetzt hier einmal wie in Ära quasi um dieses ich nicht bauen kann, weil ich zu blöd bin. Podest rum. Oder um die ganze. Das ganze Hab und Gut hier, was wir später bauen. Oder. Braun, nicht braun, schmelzen. Wir werden ja noch vieles, vieles hier gestalten müssen. Mist. Weil ich zu blöd bin. Weil ich zu blöd bin. Weil ich zu blöd bin, habe ich mich zwei, dreimal verbaut. Weil ich zu blöd bin, habe ich den wieder falsch gesetzt. So. Jetzt aber. Meh. Und wieder pixelgenaues bauen. Ja, und nochmal da. Warum? Warum nur? Warum tust du mir das an, John? Und damit meine ich nicht Elton John. So, da auch nochmal. Meh. So. Jetzt haben wir es aber. Die muss auch noch weg. Jetzt haben wir es. Gut, gut. Gut, gut, Knut. Ja, tja. Lava muss da rein. Haben wir jetzt natürlich nicht vor Ort. Ja, dann ist das halt so. Dann ist das halt so, dass wir es jetzt nicht vor Ort haben. Dann müssen wir jetzt halt ein bisschen hier weitermachen. Ein wenig den Hafen noch auslegen, ein wenig auskleiden. Ich habe ja gesagt, bis hier so wollte ich den auf jeden Fall haben. So. Erstmal das weggemacht. So. Und ich wollte ja hier eigentlich noch. Ach komm, was soll's. Ne, hier nicht.
Oder doch, wenn ich den hier herzimmer. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Es muss ja nicht groß sein, ne? Es muss ja nicht so groß werden wie bei uns da hinten. Also das, was ich jetzt hier vorhabe. Vielleicht weiß oder könnte der ein oder andere das schon vermuten, was ich vorhabe, aber das werde ich erst später klären oder aufklären, sag ich mal. Und das nochmal weg, den da rein. Ich werde jetzt auch gleich einen Cut setzen, weil da jemand nach Hause gekommen ist und naja, ihr wisst ja mittlerweile. Naja. So, der weg. Der weg. Der, der. Der, der. Der, der. Oh Gott, die Kinder sind mitgekommen. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt hier reinkommen. Weil wenn das so ist, dann muss ich jetzt schon Cut setzen. Und dann tut es mir leid, dass die Folge hier so ein bisschen blöd ist. So. Dann mache ich hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal. Der weg. Warte mal. Bevor jetzt hier jemand reinmarschiert, habe ich jetzt erstmal schön abgeschlossen. Ja, das machen wir jetzt. Weil sonst kommen die gleich rein und ihr wisst ja, wie es ist. Und das muss nicht sein, ne? Das muss nicht sein. Wenn die jetzt noch 5 Minuten draußen bleiben, dann wäre super, weil dann könnte ich nämlich den Cut setzen, ohne dass hier irgendjemand im Hintergrund zu laut ist oder sonst irgendein Scheiß. Und ihr wisst ja, wie das ist mit bei mir, ne? Mit dem Aufnehmen. Und manchmal ist es echt zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. So, 1, 2. Kannst du mal bitte hin? Mein Gott, ey. Ein Kind kann man nicht immer bitten. Man muss es auffordern. Man muss Grenzen aufzeigen. Ja? Und nicht so, kommst du mal bitte? Ich habe schon gehört von meiner Mutti. Naja, egal. Ich will nicht weiter darüber lästern. Aber so ist es nun mal. Okay, dann machen wir das jetzt so. Wie habe ich die eigenen mal gemacht? Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Okay, könnte man so machen. Muss man aber nicht. Hier wäre die Mitte des Lagerhauses. Oh, jetzt habe ich verraten, was es wird. Scheiße. Egal. Egal, jetzt ist es so. Es wird ein Lagerhaus, weil, ja, wir brauchen hier auch eins. Irgendwo muss die Ware ja her, oder hin. Wenn, das Schiffchen anlegt. So. Dann muss aber hier auch der so sein, damit das parallel ist und gleich ist. 1, 2. Moment mal. In der Ecke? Nein, alles klar. Hier 1, 2. Dann kommt hier einer hin. 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 1, 2. Dann kommt da einer hin. Hä? Nee, irgendwie stimmt da was nicht. Warte mal. 1, 2. Nein. 1, 2. Mein Gott, hör doch mal auf, so laut zu reden. Boah, ist das zum Kotzen, ne? Wisst ihr jetzt, warum ich nicht so gerne aufnehme, wenn jemand hier zu Hause ist? Deswegen nehme ich immer nur auf, wenn keiner da ist. Wirklich keiner. Keine Sau. Gut, bei Susi ist es was anderes. Wenn sie da ist, sie, sie toleriert es. Ich glaube, wie soll ich sagen? Sie nicht toleriert es. Sie ist leise. Sie weiß ja, warum und oder... wie soll ich das formulieren? Sie kennt ja alles. Sie weiß ja wie und was und überhaupt. Und darum will ich jetzt einmal schlafen. Nein, sie weiß ja, dass man da leise sein muss, dass eine Aufnahme ist, dass das jeder sieht und so weiter. Aber die wissen es nicht besser. Beziehungsweise ich habe es ihnen 1000 Mal gesagt und sie wollen es einfach nicht kapieren. Und das ist traurig. Das ist echt traurig. In meinen Augen. Aber gut. Lästern kann jeder. So, dann trinke ich jetzt hier nochmal. Ich mache jetzt eben noch hier die Planung des Lagerhauses, was ich ja gerade schon verraten habe, eben kurz zu Ende.
Und dann setze ich den Cut, damit ich hier nicht weitergestellt werde. So, siehst du, da ist ein Fehler drin. 1, 2, dann wäre der nämlich da. 1, 2. Dann wäre der nämlich da. Nein, da ist ein Fehler in der Breite drin, oder? 1, 2, 3. Mitte. 1, 2, 3. Hä? Ah, nee. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Da. Ja, okay. Dann 1, 2, da. 1, 2, da. Da muss der nochmal weg. Und der nochmal weg. Jo, jetzt haben wir's. Jetzt ist das die richtige Breite, beziehungsweise die richtige Höhe. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ich muss bald wieder Holz ranholen. 1, 2. 1, 2. 1, daneben. 1, 2. Den hau ich mal eben mit der Handkante weg. Den hole ich mir gleich wieder. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, dann pass auf, hier soll ja eh die Mitte sein, hier soll die ja rauskommen, warte mal, dann die beiden nochmal weg, dann habe ich wieder 2, 3 in dem Inventar, dann kommt 1, 2, 1, 2. Okay, das war's. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Fehlen aber noch zwei Pfeilerchen. Ich schwimme mal ganz kurz noch rüber. Hol mir mal ganz kurz noch ein bisschen Holz. Und dann, was soll's? Dann mache ich den Cut. Tut mir leid. Tut mir leid, meine lieben Freunde. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hätte auch gerne mal wieder länger aufgenommen. Aber es ist momentan nicht machbar. Und ich bin froh, dass ich wenigstens jetzt 4 Folgen produzieren konnte, damit ich ein bisschen wieder auf Vorrat habe, weil ich ja die letzten Tage nicht zum Produzieren kam, weil, ja, Arbeit, Susi hier, viel Stress mit Auto und Bar und hier und da und hast du nicht gesehen und das geht natürlich vor, Real Life geht immer vor, in dem Falle muss ich dann halt ein bisschen zurückstecken mit Minecraft und, naja, so ist es halt und das ist halt jetzt daraus geworden, sag ich mal, eine Vorproduktion, die Produktion, die jetzt wieder weg ist. So ist es aber manchmal. Oh. 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 Ja, Oma hat keine Stracciatella. Ist mir auch egal. Oma hat keine Stracciatella. Und Leberwurst. So, okay. Hier ist, da müssen wir mal erkunden. Oder so. Oder wir machen da vielleicht auch noch einen Fluss rein oder so. Mal schauen, was wir da machen. Mal schauen. Ah, ne, geht ja nicht. Da ist ja... Das ist ja schon eine Schmiede. Gut, dann machen wir jetzt hier noch. Eins Hund. Eins, zwei. Dann haben wir das. So, dann brauchen wir jetzt noch Eichenholz. Was Holz? Was soll's? Ich hol das Eichenholz. Hund! Halt die Klappe, echt, ey. Ja, die Kinder sind da. Es gibt Essen. Der Hund dreht wieder am Rad. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Genau, lass die Wurst den Hunden. Mann, 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 lass die Wurst den Hunden. Weißt du was? Ich mach das lieber ein bisschen anders. Mach nochmal die weg. Ich mach das nochmal so, wie ich das damals gebaut habe. Mehr oder weniger. Weil ich finde, das irgendwie, das hebt sich dann irgendwie so ein bisschen besser ab. Vom Untergrund etc. So, hier weiß ich noch nicht. Da, 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 da. Da rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da, da. Und wo die Tür kommt, das weiß ich noch nicht. Ich vermute mal, wir machen es seitlich irgendwo. Mal schauen. Ich hau jetzt erstmal das Holz hier rein. Pass mal auf, hier, zack, boom, peng, 20. Flup, 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 flup. Ende. So, flupp. Können wir wieder ein bisschen mehr bauen. Ja, wie gesagt, ich muss noch mal gucken, wo ich jetzt hier dann was hinhaue. So, 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 so.
Vielleicht mache ich dann, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre hier eigentlich die prädestinierte Tür hinzubauen. Hier wäre eigentlich die Tür prädestiniert. Und das machen wir, glaube ich, auch so. Dann mache ich jetzt nochmal ganz schnell hier eine Crafting-Box her. Damit wir beim nächsten Mal hier weiterbauen, an dieser Baustelle. Wir haben momentan so viele Baustellen, aber bei uns geht es ja relativ flott mit den Baustellen, ne? Also wir haben es ja, oder wir machen es ja relativ flott fertig. Also es bleibt ja hier nichts lange unfertig stehen, bis auf, okay, bis auf den Dom. Aber da muss ja keiner wissen. So, dann hätten wir hier den Eingang quasi. Quasi. Ja gut, Fenster, weiß ich nicht. Vielleicht hier so Gitterfenster wie beim anderen. Ja, weißt was, das mache ich auch. Hier Gitterfenster, damit hier ein bisschen Licht reinkommt. Vielleicht noch eine zweite Etage, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier ist ja eh die Mitte. Pass mal auf, dann mal angenommen. Mal angenommen. Kiste, 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 Kiste. Kiste, 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 Kiste. Keine Kisten. Kiste, 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 Kiste. Überall kommen Kisten hin. Dann mal angenommen, in der Mitte lassen wir frei. Oder in der Mitte machen wir das mal, warte mal. Oder in der Mitte experimentieren wir mal. Gut, da kommt ja eh nichts hin. Was? Wir werden schon wieder angegriffen. Von wo? Von da oben. Okay. Dann hauen wir den nochmal runter. Die XP landen irgendwo im Hafen. Das ist gut. Wenn wir dann. Okay, das ist vielleicht zu eng. Das ist vielleicht zu eng, aber. Naja, weißt du was? Schaue ich beim nächsten Mal nach. Jetzt kommt der nächste nämlich nach Hause und dann ist sowieso immer zappenduster. Dann ist sowieso immer vorbei. Mal gucken. So, mal gucken, wie wir das machen beim nächsten Mal, ne? Also, pass auf, ich gehe jetzt hier immer noch ins Haus und dann gehen wir mal ins Bett. Liebe Freunde, dann gehen wir mal ins Bett. Ach, guck mal, hier sind die XP-Gruppe gelandet. Sehr gut. Dann nehme ich die jetzt nochmal mit, natürlich. Da sind die Pfeile gelandet auf unserem Boot. Und die anderen habe ich gerade eingesammelt. Oh, wir haben schon wieder 32 Level. Das heißt, beim nächsten Mal können wir natürlich auch was verzaubern. Und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt hier mal in die Falle. Ah ne, es geht noch nicht. Wir können nur nachts schlafen. Okay, dann machen wir das halt so. Dann machen wir das halt so, dass ich hier auf das neue Gebäude mal ganz kurz drauf hoppe. So. So viel zum Thema mal ganz kurz drauf hoppe. Hier hin. So. Unser Hafen wächst mittlerweile. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das gefällt mir sehr. Gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession von Let's Play Minecraft. Bis dahin, euer Baloo. Gehabt euch wohl und tut mir leid nochmal, dass es hier so ein bisschen chaotisch jetzt wurde. Zum Ende der Aufnahme hin. Aber ihr wisst es ja mittlerweile. Gut, bis dahin, euer Baloo. Ciao. Gehabt euch wohl.